Hallo und herzlich willkommen hier bei UbiTestet. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute ist es echt stürmisch, es ist sehr kalt. Wir haben nur einstellige Temperaturbereiche und das ist natürlich für ein Elektroauto nicht unbedingt Wohlfühltemperatur und somit wird es heute etwas zugig zugehen für den neuen Kia Niro EV, der hier mit mir vor der Kamera steht. Der Kia Niro erfreut sich immer noch sehr hoher Beliebtheit hier in Deutschland. Besonders die Elektrovariante, der sogenannte e-Niro, war eines der beliebtesten Elektrofahrzeuge hier in Deutschland unter anderem. Und jetzt kommt hier die zweite Produktgeneration auf den Markt, beziehungsweise sie ist auf dem Markt. Und der hat vieles gemein mit dem Vorgängermodell, vieles ist auch komplett neu. Was das alles wäre, das möchte ich euch heute natürlich hier auf diesem Kanal präsentieren und bei diesem Video. Wir gehen mit dem neuen Kia Niro EV jetzt auf Verbrauchsrunde. Bedeutet, wir werden die immer gleiche Strecke hier abspulen. 50% Überland, 40% Autobahn mit VMAX 130 und 10% ist der Stadtverkehranteil. Während der Fahrt werdet ihr natürlich alles Wichtige rund um den neuen Kia Niro EV erfahren. Wie er sich so schlägt, was er kann, wie die Platzverhältnisse sind, das werdet ihr erfahren. Und am Ende des Videos gibt es natürlich die Infos zum Preis, meine persönliche Meinung und was hat er denn an Verbrauch im Alltag erreicht. Wenn euch das Ganze jetzt interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr dran bleibt, dem Kanal hier ein Abo schenkt, das Video liked und mir eure Meinung unten in der Kommentarbox hinterlasst. Und dann würde ich sagen, steigen wir ein und los geht die Fahrt im Kia Niro EV. Viel Spaß! Kia hat eine echte Erfolgsgeschichte gestartet mit der ersten Generation Kia Niro. Den gab es auch in verschiedenen Antriebsvarianten und so jetzt auch das neue Modell der zweiten Generation. Ihr könnt euch den Wagen entweder als Vollhybrid bestellen oder als Plug-in-Hybrid oder eben, wie ich ihn hier heute fahre, als vollelektrische Variante. Gerade die vollelektrische Variante, und deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, gilt als eine sogenannte eierlegende Wollmilchsau. Das bedeutet schlicht und ergreifend, das Fahrzeug ist fast für jeden Einsatzzweck ideal aufgestellt und das wollte ich natürlich auch herausfinden. Kommen wir zunächst einmal zum Exterieur und da fällt auf, das Fahrzeug ist jetzt deutlich dynamischer, moderner gezeichnet, hat viel mehr Ecken, Kanten und auch Auffälligkeiten, die dieses Auto im Straßenverkehr sofort kenntlich machen. Wenn wir da einfach mal den Anfang an der Front machen, die Tigernase ist kaum noch vorhanden, so dieses typische Designmerkmal früherer Kia-Modelle, also diese kleine schwarze Strebe quasi hier, der damals der Kühlergrill bildete, die ist nicht mehr vorhanden. Wir haben anstattdessen in der Mitte einen Ladeanschluss untergebracht, das heißt also unser Kia Niro EV ist ein sogenannter Nasenlader. Dazu kommen wir aber dann auch später. Wir haben jetzt hier große LED-Hauptscheinwerfer, die eben flankiert werden von einem LED-Tagverlicht, was so ein bisschen dieser Sinus-Rhythmus-Kurve von einem EKG, also von so einer Herzkurve ähnelt. Das schaut ganz cool aus, wie ich finde. Die LED-Scheinwerfer bieten eine gute Ausleuchtung, allerdings keine Matrix-Funktion. Das bedeutet, der Gegenverkehr wird hier nicht ausgekegelt und es ist somit auch kein adaptives Licht vorhanden. Das Fahrzeug ist 4,42 Meter lang, hat eine Außenbreite von 1,83 Meter ohne Außenspiegel und ist mit 1,57 Meter auch angenehm hoch. Kurze Überhänge am Heck und auch an der Front haben wir hier zu sehen. Der Radstand wirkt deutlich gestreckt hier vom Kia Niro
Und natürlich Designelemente hier, die farblich hervorgehobene C-Säule, die auch ein aktives aerodynamisches Stilmittel bietet, nämlich einen Air Curtain, dass die Luft vorne einströmt und hinter dem Rücklicht dann angenehm austritt und weniger Verwirbelungen am Heck auftreten. Die LED-Rücklichter sind auch sehr, sehr schmal, aber auch ziehen sich bis in den Dachverlauf hinein. Also das Fahrzeug wirkt eben hier deutlich dynamischer, am Heck auch eher etwas SUV-liker. Da sind auch eben dann die richtigen Mitbewerber, zum Beispiel der BMW iX1, ein Mercedes EQA oder aber natürlich die Klassiker hier Volkswagen ID.3 oder Cupra Born zu nennen. Öffnen wir dann hier in unserem Fahrzeug die elektrisch öffnende Heckklappe. Dann gibt der Kia Niro einen gut beladbaren Kofferraumpreis, der eher im durchschnittlichen Volumen liegt. So haben wir 475 Liter in einem doppelten Laderaumboden unterzubringen. Und erweiterbar ist der, wenn dann die Rücksitzlehnen im Verhältnis 1/3, 2/3 umgelegt werden. Dann können knapp 1400 Liter hier untergebracht werden. Wir haben einen nahezu ebenen Laderaumboden, wenn der Ladeboden korrekt eingelegt ist. Lediglich leicht nach vorne ansteigend hier eben die Ladefläche. Eine Anhängerkupplung gibt es für den Kia Niro EV ebenfalls. Die Anhängelast allerdings ist eher bescheiden mit 750 Kilo. Aber ein echtes Highlight dagegen ist die Stützlast. Und die ist ja essentiell gerade für E-Bikes oder Fahrradträger. Und da kann der Niro EV hier mit satten 100 Kilo Stützlast richtig punkten. Punkten kann der Niro EV auch mit seinen Platzverhältnissen. Die sind für ein solch kompaktes Fahrzeug wirklich gut. Man sitzt in der zweiten Reihe äußerst angenehm. Die Bank ist wunderbar ausgeformt, gibt auch ein bisschen Seitenhalt, ist nicht zu hoch montiert die Bank. Man sitzt mit einer ordentlichen Kniewinkel, genügend Kopffreiheit, Kniefreiheit, selbst hinter meinem imaginären Ich. Und ich bin 1,78 Meter groß. Wir haben noch eine Armlehne, wir haben zusätzlich eine 230 Volt Steckdose hier unter der Rücksitzbank untergebracht. Wir haben USB-Anschlüsse in den Vordersitzlehnen untergebracht. Wir haben auch wieder diese Bügel, die dann als Bügel für eben Kleidungsstücke unter oder eignen sich. Und das ist auch so ein nettes Gimmick, wie ich finde. Lüftungsaustritte gibt es ebenso wie Isofix an den Außenbahnen und in unserem Fall sogar beheizte Außensitze im Fond. In der ersten Sitzreihe dann sitzt es sich auf angenehm ausgeformten, voll elektrisch einstellbaren Sitzen hier, in unserem Fall auch mit Memory-Funktion. Zudem sind sie beheizbar und belüftbar in unserem Fall hier, da wir im Moment aktuell nur die höchste Ausstattungslinie beim Kia Niro bestellen können, die aktuell Inscription heißt. Dazu zählen dann auch noch eben so eine vegane Lederausrüstung, unter anderem hier im Bicolor. Design, alles ist auch im Innenraum hier gut verarbeitet. Der Fahrer sitzt eben sehr gut hier im Sitz, hat genügend Seitenhalt und auch der Einstellbereich ist für die Sitze wirklich großzügig. Das gilt ebenfalls auch für das manuell in der Höhe und in der Länge einstellbare Lenkrad. Der Blick über den Armaturenträger zeigt wesentliche Neuerungen gegenüber dem Vorgängermodell. Wir haben jetzt hier ein durchgängiges Panel für die Informationsgestaltung, bestehend aus zwei digitalen Displays, die hier eben über so ein Panel miteinander verbunden sind. Das wirkt alles sehr schön hier auch ins Fahrzeug integriert, weil eben der Armaturenträger eben auch etwas erhöht ist und damit nicht die Displays abstehen, sondern so wirkt es wie eben eine Fläche. Wir haben auch ein echtes Head-Up-Display, was die Informationen in die Windschutzscheibe projiziert, was sehr gut ablesbar ist. Wir haben ein Zweispeichen-Lenkrad, was ebenso gut von der Bedienstruktur aufgebaut ist. Auf der linken Seite haben wir Fahrassistenzsysteme und Bordcomputerinformationen. Auf der rechten Seite Telefonangabe und eben die Lautstärkenregulierung hier Bedienung fürs Audiosystem. Das voll digitale Kombi-Instrument lässt sich in verschiedenen Display-Einstellungen modifizieren und anpassen auf die jeweiligen Wünsche.
Und es gibt auch genügend Anzeigemöglichkeiten, die man sich hier an Informationen abrufen kann, eben Navigationshinweise oder ähnliches, allerdings keine Kartendarstellung. Die Kartendarstellung übernimmt dann das Mediazentrum, und zwar der Mediabildschirm hier mit dem Kia Connect Services. Echtzeitverkehrsinformationen wiedergeben über eine Online-Anbindung. Ab und an muss man aber dazu sagen, wenn das System nicht online ist, dann braucht die Datenberechnung für eine Navigationseingabe durchaus etwas länger. Also da muss man dann vielleicht auch noch mal den ein oder andere Sekunde Geduld mit dem System haben. Hat es dann allerdings einmal die Funktion der Online-Konnektivität, dann funktioniert auch alles einwandfrei. Ansonsten gäbe es auch Offline-Karten, die dann genutzt werden können. Und es gibt auch, wichtig natürlich für ein Elektroauto, eben eine Ladeplanung, die hier vorgenommen werden kann, was ich gut finde. Allerdings ist das auch eher, naja, sagen wir es ein bisschen rudimentär, denn die bezieht sich lediglich auf Navigations- oder Ladepunkte am Zielort oder während der Abfahrt. Also eine wirkliche Ladeplanung, das bedeutet, wann und wo soll ich laden, gibt es hier beim Kia Niro leider weiterhin nicht. Dafür allerdings eine Batterievorkonditionierung, aber auch nur dann, wenn man eben als Ziel eine Ladesäule ansteuert, dann tut das Fahrzeug sich entsprechend anpassen und die Batterie für den Ladevorgang vorkonditionieren. Kommen wir dann auch schon beim Ladevorgang, haben wir hier einen Frontlader, das heißt also die Ladebuchse befindet sich hier unter der Frontmaske, unter dem Stoßfänger vorne. Das ist gut, weil man dann sehr oft eben sehr schön an die Ladesäule rankommt und auch hier ein wenig Weg hat, um das Ladekabel anzuschließen. Der Kia Niro EV lädt 11 kW dreiphasig an einer Wallbox oder eben an einer öffentlichen Ladesäule und maximal 80 kW kann er via Schnellladung CCS abrufen im Peak. Das muss man auch sagen. Leider ist das in der Praxis allzu selten der Fall, dass man eben die 80 kW abrufen kann, zumindest wenn es so wie bei mir nur einstellige Temperaturbereiche hat draußen, dann verfehlt er dieses Ziel leider doch öfter mal. Nichtsdestotrotz, wir haben hier eine sehr große Antriebsbatterie verhältnismäßig für ein solches Fahrzeug, 64,8 Kilowattstunden Netto-Kapazität stehen uns hier zur Verfügung. Das finde ich richtig ordentlich für ein solches Fahrzeug. Es gibt aber auch keine unterschiedlichen Batteriegrößen. Das heißt also, man bekommt den Wagen derzeit nur in dieser. Den e-Niro, den alten, den gab es sogar noch mit einer 39 Kilowattstunden Batterie. Allerdings muss man auch gleich hier sagen, das war kein Erfolgsrenner hier in Deutschland. Unter der Motorhaube sitzt dann auch der Antrieb für den e-Niro, eine Elektromaschine, die die Vorderräder auch antreibt. Die Leistung sind 150 kW, so der übliche Standard, was die Leistung angeht in dieser Kompaktklasse. 255 Newtonmeter Drehmoment ist eher nicht so viel. Wiegen tut der e-Niro hier gut 1700 Kilo leer. Das ist okay, wie ich finde. Und dann die Beschleunigungswerte sind ebenfalls ganz in Ordnung. 7,8 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und 167 Stundenkilometer ist die elektronisch begrenzte Höchstgeschwindigkeit für den Niro EV. Auf der Straße macht der Kia Niro EV dann auch einen echt guten Eindruck. Insbesondere das sehr komfortable Fahrwerk schluckt auch wirklich gut Unebenheiten und eben auch Querfugen schön weg, trotz der hier verbauten 18 Zoll Räder. Also da haben die Ingenieure einen echt schönen Kompromiss geschaffen aus eben nötiger Straffheit aufgrund des Gewichtes und einem sehr guten, aber Alltagskomfort. Die Lenkung an sich sehr leichtgängig, könnte etwas mehr Rückmeldung bieten von der Straße. Und am Lenkrad sind dann zusätzlich auch zwei Schaltpedale untergebracht. Das sind allerdings keine Schaltpedale, um hier das Eingang-Reduktionsgetriebe in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Nein, das ist, um die Rekuperation hier einzustellen. Und das finde ich richtig gut gelöst, wie man das umgesetzt hat. Denn
Den Niro EV könnt ihr entweder segeln lassen, das ist ganz praktisch, wenn man eben auf der Autobahn unterwegs ist, oder aber eben, wenn man mal die Bremse frei bremsen muss. Elektroautos müssen ja öfter mal wirklich aktiv freigebremst werden. Und dann natürlich auch gibt es die Möglichkeit, nochmal 3 Rekuperationsstufen einzustellen, von ganz leicht über relativ stark. Und es gibt dann das sogenannte iPaddle, und das ist das sogenannte iPaddle fahren. Das heißt also, hier kann man das Fahrzeug dann eben auch über die Rekuperation zum Stillstand bekommen. Das ist auch sehr angenehm. Gerade im Stadtverkehr fährt sich damit unheimlich komfortabel und entspannt. Auf der Autobahn liegt der Kia Niro EV auch sehr, sehr gut auf der Straße. Eben durch den tiefen Schwerpunkt lässt er sich auch durch zügig gefahrene Kurven sogar sehr gut fahren, bleibt lange neutral, ehe er dann dezent über die Vorderachse schiebt im Grenzbereich. Alles sehr gut kontrollierbar. Lediglich, wenn es dann feuchten Untergrund gibt, da hat er dann öfter mal mit Traktion und Seitenführung ein wenig zu kämpfen. Aber da muss man auch sagen, wer da schon in den Problembereich gerade der Seitenführungskräfte kommt, der ist eh schon zu schnell für den öffentlichen Straßenverkehr oftmals dran. Die Windgeräusche sind ebenfalls angenehm niedrig, die wir hier haben. Insgesamt ist das Auto auch akustisch sehr gut gedämmt. Man hört eben kaum was vom Antrieb oder eben von den Fahrgeräuschen, die wir hier grundsätzlich haben. Lediglich die Abrollgeräusche hier der Sommerreifen, die sind öfter und relativ deutlich zu hören. Die Windgeräusche treten eher in den Hintergrund. Die Fahrassistenz ist auch umfangreich hier im Kia Niro EV. Wir haben eine aktive Spurhaltung, einen Drive Pilot, den wir hier haben, und wir haben sogar einen Highway Driving Assist, der sogar einen Spurwechsel automatisiert durchführen kann, wenn man das dann möchte. Ich persönlich bin jetzt kein Freund davon, denn das für diesen aktiven Spurwechsel, wenn das System das übernimmt, das dauert dann schon relativ lange. Da hat man dann eher den Überholvorgang schnell selbst eingeleitet und durchgeführt, als es dann hier das automatisierte System übernehmen kann. Nichtsdestotrotz funktionieren die Assistenzsysteme sehr gut. Auch die Abstandshaltung funktioniert einwandfrei, könnte allerdings etwas schneller beschleunigen, wenn vor uns jemand abgebogen ist und dann die Straße wieder frei ist. Also da würde ich mir das ein oder andere vielleicht Feintuning noch wünschen, aber nichtsdestotrotz, wir haben hier aktive Spurführung, Abstandshaltung, Querverkehrswarnung, tote Winkelüberwachung und wie gesagt hier noch zusätzlich den Highway Driving Assist 2.0, den Kia bietet. Also ein rundum gutes, sorgloses Paket. Und was auch ganz cool ist, das hätte ich fast vergessen, es gibt noch eine Vehicle-to-Load-Funktion, die könnt ihr ebenfalls nutzen. Mit eben bis zu 3,5 kW könnt ihr dann Strom aus dem Fahrzeug, Akku ziehen und zum Beispiel ein E-Bike oder eine mobile Powerbank oder Powerstation hiermit entsprechend laden oder sogar einem anderen gestrandeten Elektroauto hier etwas Strom geben für die Weiterfahrt zur nächsten Ladesäule. Ich fahre jetzt noch weiter und wir sehen uns gleich zum Fazit. Er ist und bleibt weiterhin ein echter Alleskönner, der Kia Niro. Und das zeigt er auch hier in der neuesten Generation bzw. in dieser Version hier, die wir testen konnten. Er hat eine große Antriebsbatterie mit 64,8 Kilowattstunden. Er hat einen ausreichend kräftigen Antrieb mit 204 PS und er fährt sich unheimlich komfortabel, bietet angenehme Extras wie eine Lenkradheizung, belüftete Sitze, elektrisch einstellbare Sitze, ein echtes Head-Up-Display und auch eine Batterievorkonditionierung ist möglich bei dem Fahrzeug. Allerdings die Ladeleistung, die ist etwas schwach. 80 kW im Peak sollen erreichbar sein und leider konnte er dies eher nur selten erreichen. Und das finde ich durchaus etwas schwach. Und da ist auch für meine Begriffe der größte Kritikpunkt. Ein weiterer Kritikpunkt ist sicherlich auch der Preis. Es gibt aktuell den Kia Niro EV nur in der gehobenen Ausstattungslinie Inscription. Und dann gibt es auch noch die ganzen Ausstattungsoptionen, wie unter anderem eine Wärmepumpe, die meiner Meinung nach bei einem Elektroauto Serie sein sollte. Und die ganzen Assistenzsysteme, die dann noch dazu kommen. Und dann liegt der Preis, so wie er hier steht, bei knapp 53.000 Euro. Das ist schon eine Menge in der heutigen Zeit.
Aber positive Nachricht weiterhin, er ist ein sehr effizientes Elektroauto und das war er vorher schon und das kann er auch immer noch. Trotz eines Leergewichts von rund 1,8 Tonnen hat er es eben geschafft, den WLTP-Zyklus hier auf unserer Verbrauchsrunde leicht zu unterschreiten. Der ist angegeben mit 16,2 Kilowattstunden und wir haben hier 15,84 Kilowattstunden auf 100 Kilometern verbraucht. Die Ladeverluste übrigens für diese Ladung, die wir hatten hier, um diese 116 Kilometer auszumessen, die lagen bei 3 Kilowattstunden. Das ist natürlich auch eine ganz ordentliche Hausnummer, darf man auch nicht vergessen. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, ob ich irgendwas vergessen habe, wie euch das Video gefallen hat. Schreibt es mir unten in die Kommentare, lasst uns gerne diskutieren über den Kia Niro EV oder schreibt mir gerne auch mal, was euer Lieblings-Elektroauto ist. Ich bedanke mich fürs Reinklicken, würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Ganzen noch ein Like gebt oder den Kanal auch abonniert, wenn nicht noch schon getan. Und dann hoffe ich, wir sehen uns demnächst wieder hier bei Ubi Testet zu einem neuen Video. Tschüss und Servus, sagt euer Ubi.